Ecke hier immer noch. Und hallo und herzlich willkommen. Hier geht's auch weiter. Zu einer weiteren Folge. Im schlimmsten Fall muss ich das nochmal neu starten. Von Ghostwire Tokyo. Sind wir fast wieder voll. Ach, guck mal, jetzt ist der Dings dahin gewandert. Keine Menschen zu sehen, aber jede Menge Besuch. Genau wie überall sonst. Gar nicht gesehen. Ich spiele hier rum. Hat ja gut funktioniert. Die werden bestimmt noch mehr sein. Kommt mit, Freunde. Da müssen noch mehr von ihnen sein. Jetzt machen wir erstmal die Töpfe. Ah, das kann ich nicht. Ich habe schon zu viel. Hast du das gesehen? Ach, weißt du was? Muss auch mal sein. Ich habe ja schließlich das alles gekauft. Da sind noch welche. Hier ist ein Knopf. Kann ich da drauf drücken? Nee, das ist kein Knopf. Kommst hier lang. Dreh dich mal um. Ja. Was gehst du hier auch auf dem Klo spazieren? Oh, ich hab's erwischt. Papier ist jedenfalls genug. Glaube ich. Das ist ja auch ein Scheiß, als Geist im Klo eingesperrt. Da ist wieder irgendwas. Was ist das? Ein makabres Messer. Die Lieblingswaffe von Hanako-san. Einem Geist, der auf den Toiletten japanischer Schulen sein Unwesen treiben soll. Oh. Vor allen Dingen in japanischen Schulen. Weil ich's kann. Wo muss ich jetzt hin? Hier soll ich wieder nach oben gehen. Da ist doch die Katze. Hallo Katze. Ich auch. Ja. Dann kaufen wir erstmal. 13 kann ich ja nur nehmen, ne? Dann kaufen wir erstmal. Nee, nein, nein, nein. Die Kachiros wollte ich haben. 5, ne? Immer in 5er Schritten. Kibi Dango. Eine Gurke. Ja, man muss alles Essen mal kaufen. Gott sei Dank habe ich da überall was. Oh. Habe ich auch nicht?
Ich auch nicht. Oh. Was das jetzt? Komm, wir gehen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ah, wen haben wir denn da? Die letzte Bahn nicht bekommen. Was zur Hölle ist das? Aha, eine Zuge, ein Dologort. Der Zerstörer. Da läuft die Zeit. So, ich habe mir das Getränk da vorgestellt, dass ich das ja nicht sehen kann. Ich bin noch nie auf Bahngleisen gelaufen. Ich schon. War Teil meiner Arbeit. Als Wachhund? Nein. Während meiner Zeit als Monsterjäger. Monsterjäger. Was ist das hier? Was ist das? Eine Mumie. Die Mumie eines Hundes, mit dem ein Inugami beschworen wird. Eine Art Hundegeist. Wir können allerhand verkaufen, glaube ich, wieder. Noch mehr von denen? Da ist auch schon unser Empfangskomitee. Darauf könnte ich wirklich verzichten. Noch sehe ich keine. Ich habe nur die Jungs hier gesehen. Sie sollten jetzt sicher sein. Wir sind am Ziel. Oh, ist das ein Mobbengegeister hier. Hier ist nichts, ne? Nichts für uns versteckt. Ah, juckt. Da vielleicht. Aufzeichnung eines Wissenschaftlers, der über seine Tochter spricht. Aha. Kann man sich das alles anhören? Sollte man das vielleicht mal tun? Ist das hier? Bleibt doch hier, Leute! Deswegen haben die Regenschirme, damit die da rauskommen. Die sollen bestimmt da runter. Ich hätte nicht gedacht, dass es unter Shibuya Höhlen gibt. Und die sind nie jemandem aufgefallen? Ernsthaft? Sie haben unter der Stadt im Verborgenen gearbeitet, um unentdeckt zu bleiben. Wie Monster. Diese Monster. Das gefällt mir hier nicht. Das sage ich so, wie es ist. Da hinten soll ich hin. Was hat's der Stuhl? Ich will mal gucken, ob da oben was ist. Das war eben so komisch. Oh, ist nix. Das war nur die Lampe hier. Das war sinnlos, ich weiß. Haben die hier einen alten Tempel freigebuddelt oder irgendwas? Sieht ja so aus, ne? Als ob sie hier was gefunden haben. Ach, ein Video. Und du glaubst, er ist hier? Wenn wir Glück haben. Warte!
Spürst du das? Das war ein anderer Maskentyp, das war nicht der, der hat keine Hörner. Da passt wohl einer auf. Das heißt, wir sind hier richtig. Bring mir ihn zum Leben. Oh Gott. Was ist das? Das ist jetzt nicht wichtig. Halt dich bereit. Das alle! Was war das für ein Geräusch? Er hat einen Schrei ausgestoßen. Scheiße. Ach, ich muss ja... Oh, feige Sau! Die Maske weg. Mann, das war vielleicht nervig. Oh, Scheiße. Was ist los? Ihr kennt den. Hat der Mistkerl denn gar keine Skrupel? Ey, was ist denn jetzt los? Mann, lass es! Was? Wieso kämpfen wir nicht? Weil ich das bin! Aha. Er hat dieses Monster aus meinem Körper gemacht! Was? KK? Was willst du von mir? Ich kann mich nicht selbst umbringen! Aber er kann nicht. Dann weg hier! Nein! Ich hole ihn mir zurück! Gib mir meinen Körper zurück! Ach du Scheiße. Was war das denn jetzt für ein Quatsch? Akito! Du hast es wieder vergessen. Heute ist Mutters Todestag. Und an dem von unserem Vater warst du auch nicht an seinem Grab. Läufst du jetzt schon wieder weg? Nichts wird sich ändern, wenn du immer wegläufst. Ich laufe nicht weg. Ich bin nur... Du kapierst es einfach nicht. Jetzt ist seine ganze Magie weg. Toll. Dass das immer wieder in irgendwelchen Spielen vorkommt. Wieder hier. Mann, die Ausrüstung ist weg. Die Magie ist weg. Oh. Lasst euch doch mal was Neues einfallen. KK. Sie haben ihn aus mir rausgerissen. Aber warum bin ich noch... Ist er. Das heißt. Sie sind weg. Ach nee. Meine Kräfte. KK. Ach Junge. Einfach alles. Nun mehr dich doch aus.
jetzt? Und Mari? Wie soll ich sie so finden? Ich muss zurück. Wird das heute noch was? Ich frag ja nur mal. Oh, toll. Wir haben nur ohne die Bogen. Ohne KKs Kräfte kann ich hier nichts ausrichten. Geister mit Katashiro absorbieren und Pfeil und Bogen sowie schnelle Auslöschung, um einen Besucher zu... Geh zurück. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ach, das geht jetzt auch nicht. Ich esse erstmal was. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich mehr Pfeile. Wo müssen wir denn jetzt lang? Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt gar nichts. Das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Hier sind Pfeile. Okay. Dann müssen wir ja nochmal wieder hier hin. Dann können wir sicherlich auch keine Schnellreise machen. Dann muss ich jetzt über die halbe Karte laufen. Man merkt, ich bin total begeistert. Weil wie gesagt, das ist Schema F. Das gab es bei Valhalla, das gab es bei Disco und das fällt mir jetzt so spontan ein, ne? Da gab es all diese Geschichten. Man verliert seine Ausrüstung, man muss sie wiederfinden. Die sammle ich jetzt auch nicht ein, okay? Boah. Und auch noch so eine, toll! Scheiße. Das war's. Oh, das bringt ja gar nichts. Lauf! Oh, da ist noch einer. Brauch Pfeile. Endlich ist es vorbei. Nein, ist nicht vorbei. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich weiß das nicht so genau, aber ich denke mal. Meins? Drei Pfeile habe ich nur noch. Cool. Ist ja toll. Können wir jetzt hier rüber hüpfen? Ja. Ich weiß nicht, ich muss noch höher, ne? Ja. Oben werden noch genug andere sein.
noch höher. Hab ich mich verviert. Hört ihr auf damit. Sie sind hinter mir her. Oh, scheiße. In dem Moment dreht er sich natürlich um. Gar nichts kann er. Und wegen, er kann sich wehren. Ach so. Die schaffe ich nicht einfach so. Oh, jetzt. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich wollte die Tür zumachen, aber er hatte keinen Griffpunkt. Ich bin nicht schutzlos. Nein, ich krieg bloß nichts auf die Reihe. Da müssen wir wieder hin. Da waren ja noch Sachen. Was das immer soll. Ich hab's geschafft. Seine Wohnung war weiter nördlich. Aha, die Karte geht. Können wir denn auch Schnellreise machen? Ohne KK kannst du nie schnell reisen. Ach Mann, ey. Wo ist denn das jetzt? Da. Ich habe ja auch keine Geistersicht. Da war einer. War falsch. Ah, wo denn noch hin? Da. Das Haus? Ist es das? Ich gucke jetzt nicht nach rechts und links. Ich laufe jetzt einfach nur durch. Oh. Wow, ich hab's geschafft. Was zur Hölle? Wer bist du? Auf dem Foto. Tja, du und der mürrische alte Mann. Ihr versteht euch wohl ziemlich gut, ha? Huh? Also, du willst ihn da rausholen. Und du traust dir das zu? Mit dem Spielzeug da? Du brauchst seine Kräfte, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Das heißt also, du bist noch nicht selbst draufgekommen. Deine Verbindung zu ihm ist immer noch da, verstehst du? Was? Hier, gib ihm das von mir. Ist wichtig, okay? Ist das? Was zum? Da
das Spiel geht tatsächlich weiter. Cool. Notiz von Rinko, ich habe etwas vorbereitet, das du nutzen können solltest. Dicklicht-Talismane beschwören ein Gebüsch. Ach, soll ich jetzt schleichen? Ich bin begeistert, ne? Man merkt das. Dir nichts Schönes für mich noch wieder hingelegt? Dicklicht-Talismane. Ja, nächste Folge. Tschüss!